Heute spreche ich über ein sehr wichtiges Thema, was in unserer Gesellschaft meiner Meinung nach leider sehr vernachlässigt wird, und zwar den Umgang mit Stress und wie du es mit sinnvollen Techniken auch schaffen kannst, ein ausgeglicheneres Leben zu führen. Denn in unserer hektischen, sehr schnelllebigen Zeit ist es, denke ich, wichtiger denn je, für sich selbst einen sinnvollen Umgang zu finden, der es einem auch erlaubt, wirklich bei sich zu bleiben. Und damit herzlich willkommen von mir. Mein Name ist David Bachmeier und als TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Bevor ich dir nun im nächsten Schritt auch mitgeben will, was du konkret jetzt mit Stressmanagement-Techniken tun kannst, um ein ausgeglicheneres Leben zu fühlen, will ich dich vorab schon mal beruhigen. Ja, ich werde dir jetzt hier nicht empfehlen, mit WUSA-Techniken den Stress in die Wüste zu reiben, sondern ich will dir Techniken mit an die Hand geben, die es dir erlauben, im Alltag einen deutlich bewussteren und achtsameren Umgang mit dir selbst, deinem Umfeld und deinen Themen auch bekommen zu können und damit im Alltag mehr Klarheit und Fokus zu haben. Ganz wichtig, wie bei allen Dingen, will ich ganz zu Beginn erstmal mit der Definition von Stress starten und dort beginnen sie erstmal dabei zu erkennen, was ist positiver und was ist negativer Stress. In diesem Umgang jetzt hier mit Stress und den daraus resultierenden Techniken im Umgang mit Stress ist es, glaube ich, erstmal wichtig, auf diesen negativen Stress einzugehen. Der ist individuell natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Heißt, es wäre auch für dich schon mal die erste konkrete Aufgabe herauszufinden, was führt bei dir zu negativen Emotionen. Diese negativen Emotionen sind nämlich für dich auch schon mal der erste Hinweis, dass dir dein Körper und auch deine Seele sagt, hey, dort ist etwas, mit dem ich nicht in Harmonie bin und was bei mir zu negativen Gefühlen und Emotionen führt. Und genau das ist der Punkt dann auch, den es in deiner individuellen Situation auch zu beleuchten gilt, die einzelnen Punkte und Situationen während des Tages, die du auch beobachten solltest, erstmal Achtsamkeit geben solltest, wo du merkst, dort treten negative Emotionen auf. Wenn diese Klarheit herrscht, ist dann natürlich der nächste Schritt herauszufinden, wie schaffe ich einen sinnvollen Umgang damit. Und der Umgang startet in meinen Augen schon ganz zu Beginn des Tages, dass du dich erstmal bei dir selbst im Innen aufhältst und nicht sofort ins Außen gehst. Was meine ich damit? Aus der Erfahrung der Zusammenarbeit mit über 300 Klienten bis heute ist ein sehr gängiges Muster, was man ganz zu Beginn am Tag fühlt und sieht, der erste Griff zum Smartphone, WhatsApp checken, E-Mails checken, Instagram und Facebook checken und im gleichen Kontext dann auch nochmal den Rechner hochfahren, erstmal die E-Mails sortieren, weil damit begibst du dich ganz zu Beginn des Tages schon mal erst ins Außen. Heißt, dein Fokus und deine Energie geht ins Außen und bleibt nicht bei dir, zumal der Morgen aus der Erfahrung heraus der einzige Zeitpunkt des Tages ist, der wirklich in deiner eigenen Fähigkeit liegt, ihn zu bestimmen, ja, was du dort zulässt, was du nicht zulässt, weil, wenn du das früh genug am Tag auch legst, du noch nicht die Verbindlichkeiten hast, erreichbar zu sein, für irgendjemanden da zu sein, heißt hier ganz zu Beginn, und das wäre mein erster Tipp, versuch ganz zu Beginn des Tages, dich auch schon mal bei dir selbst zu belassen, nicht ins Außen zu gehen, sondern wirklich bei dir selbst zu starten und genannte Endgeräte auch erstmal im Flugmodus zu lassen, gar nicht erstmal einzuschalten, sondern wirklich bei dir zu bleiben. Ja, ganz wichtig, nach diesem ersten Tipp, der dir auch ein Beispiel auch nochmal verdeutlichen sollte, wie wichtig eigentlich ein sinnvoller Umgang mit Stressoren ist, liegt nämlich auch darin, dass wenn du das nicht tust, chronischer Stress, also chronische Kampf- oder Fluchtsituation, die deinem Körper immer suggeriert, mein Überleben ist gefährdet, auch zu einem erhöhten Cortisolanstieg führt, einem Stresshormon. Das ist kurzfristig bedingt auch gar kein Problem, aber wenn das während des Lebens immer wieder in so chronisch latenten Zuständen der Fall ist, hast du auch dort auch das Thema, dass es sich direkt auch bei deiner Figur kenntlich macht. Heißt, du neigst auch dort dann dazu, eher Kohlenhydrate als Energieträger heranzuziehen, weil dein Körper eben in der Kampf- oder Fluchtsituation die Muskulatur mit Energie versorgen will, die in einer kurzfristigen Art und Weise auch nur Kohlenhydrate verstoffwechseln können. Und dann ist der nächste Schritt natürlich der, dass es dir dann schwerer fällt, während des Tages auch wirklich an dein Körperfett heranzukommen. Plus natürlich auch chronisch latenter Stress, und ich denke, das sollte auch schon bekannt und geläufig sein, natürlich auch langfristig in einer großen und starken Korrelation zu der Ausprägung von chronischen Krankheiten und Missbefindlichkeiten steht. Somit bleibt im Ergo stehen, dass der Umgang mit Stress und die jetzt folgenden Techniken in meinen Augen nicht purer Luxus, sondern eine absolute Notwendigkeit ist, um dieser immer schnelllebiger werdenden Welt auch weiterhin bestehen zu können, für sich selbst im Reinen und auch im Moment zu sein und damit auch langfristig nicht Krankheit, sondern Gesundheit in seinem Sein zu etablieren. Nachdem ich dir ganz zu Beginn jetzt schon den ersten Tipp gegeben hatte, will ich im nächsten auch direkt auf ganz konkrete Entspannungstechniken eingehen, die es dir erlauben, mit deinem Stress besser klarzukommen.
Ich allerdings mit diesen Entspannungstechniken starte, will ich dir noch einen zweiten kleinen Tipp für deinen Alltag geben, der auch direkt in den Morgen einzahlt. Und der ist, dass wenn du bei dir selbst bleibst und nicht konkret sofort ins Außen gehst, dann aber auch gleichzeitig schon mal deinen Tag durchstrukturierst. Heißt, dass du weißt, was steht auf meiner Agenda, wann will ich das Ganze tun, wie lange darf das Ganze brauchen, weil damit hast du schon mal Klarheit, auch Fokus, Aufmerksamkeit und Energie, die zu deinem Alltag hinfließt, die dir dann aber auch gleichzeitig die Sicherheit gibt, dass du auch schon vorbereitet bist. Und Vorbereitung ist dort das Stichwort für alle Dinge, die eventuell im Außen passieren. Und du somit deutlich sattelfester durch den Tag kommst, wie es, wenn du im blödsten Fall schon verspätet aufstehst, sofort ins Außen gehst, sofort deine E-Mails checkst, WhatsApp, soziale Medien checkst und dann merkst, hey, ich bin eigentlich hinten dran, ich weiß gar nicht, was mein Tag mit sich bringt und ich bin nur am Reagieren statt am Agieren. Ja, heißt, es wäre mein zweiter konkreter Tipp für dich, Klarheit und Struktur schon ganz zu Beginn des Tages zu platzieren, weil dann der Rest des Tages für dich deutlich entspannter ablaufen wird. Empfehlung Nummer 3, und das ist dann tatsächlich schon eher ein Punkt für während des Tages, sind ganz geplante und auch bewusste Auszeiten. Ich nenne es gerne rettende Inseln, ja, die können 10 bis 15 Minuten dauern, wo du Dinge tust, die dir selbst auch gut tun und wo dich in den Moment bringen. Ja, das kann sein, dass du einen Podcast hörst, ein Video dir ansiehst, ein Buch liest, wo du spazieren gehst, vielleicht einen Kaffee trinkst oder ein anderes Getränk, was dir gerade Mehrwert und Positivität gibt. Aber Dinge, die du verteidigst, ja, wie deine eigene kleine Insel, die dir Raum und Zeit geben, um dich in den Moment zu bringen und aus dem Tun zu manövrieren, weil damit wirst du schaffen, dein subjektives Stressbefinden deutlich zu reduzieren und somit am Ende des Tages im Ergo mit einem deutlich niedrigeren Stresslevel rausgehen wirst, wie es, wenn du den ganzen Tag nur von A nach B hetzt und keine Möglichkeit hast, wirklich mal zu dir zu kommen und Raum und Zeit Mangelware sind. Empfehlung Nummer 4 wären dann ganz konkrete Atemübungen. Warum Atemübungen? Nun, sie erlauben dir, über einen sehr leichten Weg wirklich auch in die Eigenwahrnehmung zu kommen, in die Körperlichkeit zu kommen. Und du hast hier auch nachweislich die Möglichkeit, sofort dein parasympathisches System zu aktivieren. Heißt, dein zentrales Nervensystem ist aufgeteilt in den sympathischen und parasympathischen Anteil, jetzt metaphorisch gesprochen, wobei der sympathische Anteil für Stress, Aktivierung, Reizverarbeitung generell steht, der parasympathische Anteil für Ruhe, Regeneration, Rückzug und Erholung. Und über Atemübungen, das können in diversester Form welche sein, auch Wim Hof beispielsweise als Möglichkeit, hierüber auch Atemübungen vorzugehen, in auch nur kurzer Zeit deinen parasympathischen Anteil zu triggern, der es dir dann erlaubt, auch wieder zu dir zu finden, in die Mitte zu kommen und mit deinem subjektiven Stressbefinden das Ganze auch wieder nach unten zu regulieren und am Ende des Tages hier auch wieder mit einem deutlich reduzierten Ergo rauszugehen. Empfehlung Nummer 5 ist dann proaktive Bewegung. Auch dort gerne in gezielt bewussten Pausen, wo du es dort einfach versuchst, in sehr kurzen Dingen zu integrieren. Das können Spaziergänge sein, ja, das können Yoga-Übungen oder kurze Beweglichkeitsübungen sein, weil du dort natürlich über die Bewegung selbst auch Endorphine ausschütten lässt, die deinem Körper ein besseres Gefühl von Ausgeglichenheit und von Glück geben. Oder aber, wenn du das eine mit dem anderen verbinden willst, auch gerne Spaziergänge, während du beispielsweise Telefonate führst, während du Audioaufnahmen machst. Das ist auch ein Weg, den ich selbst versuche zu verwenden, wenn ich weiß, ich habe längere Telefontermine oder auch Audio-Nachrichten von Klienten, wo ich in eine Interaktion gehe, dass ich dort ganz gezielt versuche, ins Außen zu kommen. Heißt, ich versuche draußen den Spaziergang am besten noch in der Natur und im Freien zu machen, weil mich das dann auch in die Ausgeglichenheit bringt und ich somit deutlich besser am Ende des Tages meine Situation bewerte, wie als wenn ich das Ganze starr monoton im Sitzen im Büro gemacht hätte. Heißt, dort Bewegung, idealerweise auch in der frischen Luft, gerne auch kombiniert mit anderen Dingen, wäre hier für mich Empfehlung Nummer 5. Und Empfehlung Nummer 6, und damit will ich es hier auch abschließen, wäre der Umgang auch in regelmäßiger Art und Weise mit deinem sozialen Umfeld. Heißt, versuch dir dort auch Möglichkeiten für einen Austausch zu schaffen, ja, mit Kollegen, mit Freunden, mit deiner Partnerin oder deinem Partner, deiner Frau oder deinem Mann, wo du es hier schaffst, auch aus deinen eigenen Gedanken herauszukommen, aus deinen eigenen Gedankenspiralen, sondern in den proaktiven Austausch. Der Mensch ist an sich nach wie vor ein Herdentier. Ja, du wirst merken, dadurch fällt es dir deutlich leichter, mit deinem subjektiven Stress während des Tages auch umzugehen. Und du wirst dich nach dem Gespräch schon deutlich besser fühlen wie zuvor. Wenn du dich jetzt hier an der Stelle abgeholt fühlst und sagst, Stress an sich ist bei mir im Alltag ein Riesenthema, ich würde gerne auch proaktiv jemanden haben, der mich in diesem Prozess begleitet und mich auch verbindlich hält, ja, mich selbst zu priorisieren und das nicht nur erst immer im Außen zu tun und nicht auf mich selbst zu achten, dann kannst du gerne auch direkt zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage davidbachmeier.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen.
indem wir gemeinsam danach herausfinden, in dem ersten unverbindlichen Telefonat, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von A nach B benötigen, um dich dort auch hinzubringen. Abonnier auch gerne meinen YouTube-Kanal, um über Fortlauf neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben, und tu Gleiches auch sehr gern mit meinem Podcast Der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest, und investier dort sehr gern 15 Sekunden deiner Zeit, um mir dort eine 5-Sterne-Bewertung zu geben, wenn dir diese Inhalte ja weitergeholfen haben, damit du dem Algorithmus Daten lieferst und ihm sagst, hey, was ich dort von David mitbekommen habe, das hilft mir selbst auch weiter, damit das später der Algorithmus nochmals mit mehr Menschen teilt. Du findest mich auf Instagram, kannst mir dort auch sehr gerne eine private Nachricht schreiben. Wenn du irgendwo nochmal sagst, hey, da hätte ich gern Davids Einschätzung dazu, kannst du es dort auch sehr gern tun. Und an der Stelle hoffe ich dir hier mit meiner Perspektive nochmal mehr Klarheit gegeben zu haben, wie wichtig der Umgang mit Stress und auch somit deine bewusste und achtsame Fähigkeit ist, dir mit deiner eigenen Situation nochmal klar zu werden, auch Techniken und Methodiken, die dir es erlauben, dein subjektives Stressbefinden zu reduzieren, damit du langfristig eben nicht Gefahr läufst, das Ganze eine chronische Krankheit im schlimmsten Fall enden zu lassen, sondern ganz im Gegenteil Gesundheit, Fokus und Achtsamkeit fokussierst und am Ende des Tages mit einem positiven Soll aus deinem Alltag gehst. Und damit freue ich mich, dich auch schon bei nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen, und wünsche dir bis dahin wie immer nur das Beste. Bis dahin, dein David.